ins Seminar gekommen, Nacho, weil wir haben natürlich für heute auch noch etwas uns gewünscht, dass unser Pianist, unser Hauspianist, der Ignacio Fauri, auch einsteigt in dieses Konzert, und zwar mit dem Klavinova. Das ist ein ganz sanftes Klavier, das man eben halt sehr gut bei diesem Amy Winehouse-Song zum Beispiel unheimlich gut ansetzen kann. Es gibt noch eine Emotion drauf, ich habe den Proben miterlebt. Gigantisch, sage ich mal. Also, wir sind alle super glücklich, dass Sie da sind. Wir machen jetzt ungefähr 40, 45 Minuten, dann machen wir eine Pause und dann geht der Abend weiter. Wer weiß, wie lange und wie viel ja, heute Abend irgendwo machbar ist. Cuando estamos haciendo las cosas que son posibles, eso miramos un poco. Y ahora les dejo a ustedes todo el concierto, que estamos ya muy curioso. Und wir wollen wie immer, hier ist wie ein kleines Theater. Ich meine, Bars gibt es genug in Valle-Galeria, aber hier ist wirklich ein kleines Theater. Und das brauchen wir auch für unsere Seele und für unser Herz. Deswegen wünschen wir uns auch immer, dass wir in der Zeit, wo die Künstler auftreten, sie mit dieser Wertschätzung geschätzt werden, dass man dann auch wirklich Ruhe bewahrt und auch für die Bar, das werde ich auch immer wieder sagen, keinen Mixer anstellt oder solche Dinge macht. Ja, es ist einfach wichtig, dass wir hier unsere Künstler in der Richtung wertschätzen, und wir freuen uns auf dieses Konzert. Und einen dicken Applaus für den Künstler.